even for them it seemed completely crazy, I think. But they knew that they can make it happen, and they took it with playfulness and nachhaltig und passend. Maß, Ziel, es ist wirklich eine Planung, wie sie das Produkt möglichst optimal für Mensch und Umwelt gestalten. Eine Jeansportler, so viel Strom ein, wie du für das Kochen von 1400 Kaffeetassen brauchst. So viel Treibhausgase ein, wie in zwei Kisten Bier für die Produktion drinnen sind. Prost! Großer Vorteil für die Kunden, dass sie sich halt wirklich von ihrer Hose von Grund auf selbst zusammenstellen können und selbst zusammenbasteln können. Also wirklich vom Stoff, Garn, Farbe, Ziernähte, eventuell ein persönlicher Stick, persönliche Schriftzüge auf die Hose. Also ich mag meine Jeans einfach total gern. Das Tragegefühl von so einer wirklich maßgeschneiderten Jeans, das ist 100:1 zu dem, was du normalerweise im Geschäft kaufst. Ich trage Seite, die ich habe, trage keine andere mehr. Ich bin Lena. Ich arbeite bei den Gebrüdern Stitch seit ca. 3 Jahren. Sprich von Anfang an dabei. Und sieht man da, weil jetzt ist man vom Baby zu einem 3-jährigen Kleinkind geworden und es geht weiter. Und das finde ich gut. Handgemacht. Bunte Nähte. Und perfekter Sitz. Der Denimstoff, wenn er roh ist, schaut er so aus, da ist ziemlich dunkel, dann wird geschneidert und wenn man die Hose verkauft, schaut sie dann nachher so hell aus. Das macht man mit giftigen Chemikalien normalerweise. Und gemeinsam führen wir das jetzt in die Produktion bei den Gebrüdern Stitch ein. Und heute habe ich eine Jeans an, das ist wahrscheinlich die erste Jeans auf der Welt, die man nur mit Enzymen gebleicht hat. Detto, Wasserverschwendung, Umgang mit den Arbeitern, Bezahlung der Arbeiter, CO2-Verbrauch. Also das sind alles so Dinge, die irgendwo mit hinten dranhängen, die meistens nicht eingepreist sind in den Schienen. Und an den Enzymen, genauso wie es wir machen, wird kein Weg vorbeikommen. Und da sind die Gebrüder Stitch eine Firma, die so ein Verfahren wirklich in den Markt reinpushen kann.